Willkommen zu unserem wöchentlichen Online-Immobilienbazar. Heute mit den Fachbegriffen Aufwendungsdarlehen und Aufwendungszuschüsse. Ich bin Sebastian Stengel, zertifizierter Immobilienmakler IHK. Und worin unterscheiden sich eigentlich die beiden genannten Begriffe? Aufwendungsdarlehen sind, wie es der Name schon sagt, Darlehen, meist zinsgünstige Darlehen, welche der Staat im Zusammenhang mit dem Kauf, der energetischen Sanierung oder dem Neubau von Wohneigentum gewährt. Beantragt werden solche Darlehen im Regelfall über die Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz die KfW. Im Gegensatz dazu sind Aufwendungszuschüsse nicht zurückzuzahlen. Aber auch diese sind an einige Voraussetzungen und Bedingungen gebunden. Meist eben zweckgebunden und gegebenenfalls auch an gewisse Einkommensgrenzen gekoppelt. Die Möglichkeiten dafür sind teilweise sogar regional und von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich geregelt. Ein Beispiel für einen Aufwendungszuschuss ist das Baukindergeld, welches beispielsweise die Stadt Friedrichshafen am Bodensee für Familien gewährt. Nicht zu verwechseln mit dem Baukindergeld, welches zusätzlich über die KfW beantragt werden kann. Die Links zum Baukindergeld der Stadt Friedrichshafen sowie der KfW finden Sie unten in der Videobeschreibung. Das war wieder einmal ein kurzes Video zum Online-Immobilienglossar. Wir hoffen, dieser Kurzclip hat Ihnen gefallen. Haben Sie Anregungen, Wünsche oder weitere Fachbegriffe, welche Sie beschrieben haben möchten, so schreiben Sie das gerne unten in die Kommentare. Wir nehmen das dann gerne mit in unsere Playlist mit auf. Ansonsten freuen wir uns über ein Like zu diesem Video, abonnieren Sie unseren Kanal und wir sehen uns gerne nächste Woche wieder. Ihr Sebastian Stengel.